Leute, hier ist wieder mal der Robert vom Simson-Geschwader. Ihr kennt garantiert diesen Tankdeckel. Sicher, jeder schon mal gesehen. Ich besitze diesen auch, allerdings ist meiner etwas im Arsch. Also eilweil so. Das sollte jetzt auch seit neuestem kein Problem mehr sein. Es gibt nämlich hier diesen Nachbau. Optisch finde ich, ist der sehr schön nachgebaut. Auch, ja, wie soll ich sagen, gleichwertig in Anführungszeichen. Nur bei diesem Deckel gibt es ein Problem. Und zwar ist dieses Teil hier innen drinnen nur reingepresst durch diese Kerben hier am Rand. Und der Nachteil, den ich an dem ganzen Deckel sehe, ich zeige euch das jetzt mal. Gut, dass die Sim so eine Klemmhalterung hat. Dieses Teil hier innen drinnen, das dreht sich. Also hier drin diese Verbindung, die ist nicht ganz verbunden mit dem inneren Teil. Also dieser Blechdeckel außenrum, wo das Six Days draufsteht, ist nicht mit dem inneren fest. Das hat den Nachteil, wenn ich das hier draufsetzen will, ist das wieder schön, ich kann das so reinsetzen, wie es sein soll. Jawohl, passt so. Ich drehe, aber da das nicht fest genug ist, dreht sich einfach nur der obere Deckel und das untere Teil will sich nicht unter den Rand hier drücken vom Deckel. Geht so rum wie so rum nicht. Bin da schon bald wahnsinnig geworden, bis ich dann rausgefunden habe, wieso. Und auf der Ausfahrt währenddessen war das relativ nervig. Ja. Ich habe es dann irgendwann doch drauf gekriegt und alles war gut. Also ich sag mal, optisch ist das Ding wirklich gut. Aber in der Pressverbindung hier außenrum müssen sie noch ein bisschen arbeiten von MZA. Ja, soweit meine Kaufempfehlung. Lala, 50%, sag ich mal. Also von daher könnt ihr euch ja auch mal einen holen. Und mir dann sagen, oder beziehungsweise einen Kommentar schreiben, ob das bei euch auch so war. Die ersten zwei Male war das super, aber dann war die Pressverbindung wie gesagt los. Hier neben am äußeren Rand, ich schalte das mal scharf gerade, Moment. Da dreht sich's dann mit. Hier, wo jetzt das Gummi da liegt. Ich gucke mal, ob ich es von der Finger ein bisschen drehen kann. Da seht ihr es, ja. Scharfschaltung. So, da zieht es sehr schön, hoffentlich. Also das dreht sich da leider mit. Klingt scheiße, ist aber so. Gut, dann hoffe ich, wisst ihr ein bisschen mehr zu diesem Tankdeckel. Original ist immer noch am besten. Tschüss.